Das wäre bei 37 abgegebenen Stimmen. 19 Stimmen müssten mit Ja sein. Erhalten hat Herr Jendrige 17 Stimmen. Damit ist im ersten Wahlgang die Mehrheit nicht erreicht. Und Herr Jendrige ist im ersten Wahlgang nicht gewählt. Erster Antrag. Ich beantrage gemäß § 13 Absatz 9 Satz 7 unserer Geschäftsordnung. Das war exakt am 24. November. Der erste Versuch, Matthias Jendrige als Bürgermeister wiederzuwählen, scheiterte und sofort beantragte Norbert Kloth, die Wahl abzubrechen. 2 Stimmen fehlten damals. Nur knapp einen Monat später das gleiche Prozedere, was wiederum Sitzungsleiter Dr. Klaus C. verkünden musste. Das Stimmergebnis ist folgendermaßen. Wir haben 18 Mal Ja-Stimmen, 17 Mal Nein-Stimmen und eine ungültige Stimme. Damit ist die erforderliche Mehrheit von 19 Ja-Stimmen nicht erreicht. Aber das, Sie ahnen es, das wissen wir bereits. Die Haltung speziell der CDU-Stadtratsfraktion zu Matthias Jendrige hat sich nicht geändert. Das taten Norbert Kloth als Fraktionsvorsitzender und Stefan Nüster als Ortsverbandschef heute mehr als deutlich kund. Aber die große Mehrheit der CDU-Fraktion wird Herrn Jendrige, glaube ich, nicht wählen, weil wir aus rein sachlichen Gründen denken, er ist nicht der richtige Mann für diesen Posten im Moment. Das hat schon gesessen, aber es sei kein Stellvertreterkrieg gegen Frau Rinke, merkte Stefan Nüster an. Die Ursachen für die politische Aversion gegen Jendrige sind aus CDU-Sicht woanders zu sehen. Hauptgrund für mich und für viele Mitglieder meiner Fraktion ist sein unsäglicher Krieg, ich sag's mal so brutal, gegen den Landkreis. Er lässt keine Gelegenheit aus, den Landkreis schlecht zu machen. Wie jetzt wieder mit der Obdachlosenunterkunft wie die letzten Deppen hinzustellen, und damit zerschlägt er so viel Porzellan, was kaum noch zu kitten ist. Wer mal sehr genau in die Stadtverwaltung reinhorcht, auch mal mit ein paar Mitarbeitern spricht, der spürt, dass sein Stil im Personalumgang nicht der ist, den ich mir wünsche. Und ich glaube, die Atmosphäre im Rathaus hat sich in den letzten Jahren sehr verschlechtert. Ich weiß, dass viele große Hoffnungen hatten, als er kam. Als junger, dynamischer Mann, da vielleicht auch ein bisschen Schwung in die Stadtverwaltung reinzubekommen. Aber ich glaube, es ist nach hinten losgegangen. Und ich denke, es sollte wieder ein anderer Wind im Rathaus wehen. Dieser Engel im Büro der Caritas in Nordhausen bringt nicht unbedingt das zum Ausdruck, was an Atmosphäre aktuell im Stadtrat herrscht. Und das wird noch einige Zeit so bleiben.